Mental Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wundervollen Podcasts. Heute zeigen wir euch mal keine Apps, die ihr am iPhone, am Mac oder bei Windows oder unter Linux benutzen könnt, sondern heute geht's ums Zocken. Genau, wir zeigen euch heute Spiele auf dem iPhone oder iPad oder iPod Touch, je nachdem. Und da haben wir 4 an der Zahl. Was haben wir denn da vorbereitet? Ja, wir haben uns umgeguckt. Ich bin der Jump'n'Run-Fan hier unter uns beiden. Ich bin Fanat in dieses Spiel, deswegen möchte ich es euch auch zeigen. Und zwar League of Evil 2, der zweite Teil. Der erste war schon großartig, zwei Teile noch besser, sehr zu empfehlen. Dann hat sich ja Basti, was hast du dir rausgesucht? Ich habe mir Jetpack Joyride ausgesucht. Ein Jetpack Joyride-Spiel, wo man mit einem Jetpack rumfliegt. Großartig, zeige ich euch gleich. Macht sehr viel Spaß. Dann hast du noch einen Jump'n'Run? Ja, noch einen Jump'n'Run. Eigentlich ein Klassiker mittlerweile schon. Ja. Es gibt schon ein bisschen länger. Ich weiß auch nicht, warum da der Riesenhype ausgeblieben ist. Es ist meines Erachtens immer noch der klassischste Jump'n'Run-Titel überhaupt im iTunes Store. Und zwar heißt es Pizza Boy. Und zu guter Letzt für alle Rennspielfreunde, das Mini-Motor Racing, so ein bisschen niedliches Rennspiel, das zum Abschluss des Quartetts. Genau, und du fängst natürlich direkt an. Ja, ich darf direkt anfangen. Man hört es vermutlich schon mit League of Evil 2. Ich zeige euch nochmal kurz hier League of Evil 2, 2,39 € im App Store. Wenn ihr es kauft, nehmt unseren Link bitte in den Shownotes, dann kriegen wir irgendwie 3,4 Cent. Ist Universal, heißt, ihr könnt es auf eurem iPhone oder auf dem iPad spielen. Ist fantastisch, gibt verschiedene Welten. Ja, man wählt dann hier normalerweise die erste Welt aus, man kann ja auch noch nichts anderes auswählen und dann hier das erste Level, bekommt dann immer so eine kleine Intro-Geschichte, die man dann natürlich durchlesen kann, die hier wahnsinnig bunt gestaltet ist, wie so ein Comic. Es geht im Großen darum, dass wir die bösen, verrückten Wissenschaftler, die versuchen, die Welt zu zerstören, töten müssen. Ich bin so ein Halb-Cyborg. Fantastisch eigentlich. Und ja, das erste Level ist hier so ein Intro-Level. Ich kann hier langlaufen. Dann springe ich natürlich auf B. Und dann kann ich natürlich auch Doppelsprünge machen. Zack. Um große Abgründe zu machen. Und ich kann Wände hochklettern, indem ich hier mich so gegen die Wand drücke. Genau, und dann springe ich einfach hoch. Dann geht es darum, immer diese Briefcases mitzunehmen. Also es sind Informationen drin, ganz klar. Und dann ist da dieser fiese Evil Scientist, der es natürlich verdient hat, ordentlich auf die Fresse zu kriegen und BAM! Ja, genau, so geht es in der ersten Runde. Ich habe mal gleich einen Perfect Run abgeschrieben. Es gibt die Möglichkeit, man sollte natürlich immer versuchen, alle Sterne zu erfüllen. Es geht rundenbasiert, es geht auf Zeit und man sollte das Briefcase mitnehmen. Dann hat man einen Perfect Run. Man klickt einfach hier auf die Next Mission und man kann dann hier genau das, was ich eben gemacht habe, auch dann nochmal machen. Wenn man dann schon ein bisschen Übung hat, so wie ihr das bei mir seht, geht es relativ schnell. Erinnert von der Spielmechanik so ein bisschen an Super Meat Boy. Macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß. Es geht auf jeden Fall auch darum, dass man die Levels öfter spielt. Wie ihr seht, ich habe versucht jetzt das in der Zeit zu schaffen, dass ich alle Sterne bekomme. Ich habe aber jetzt das Briefcase nicht mitgenommen. Ganz klar, muss ich jetzt einfach nochmal neu starten. Ich spiele das Level also jetzt nochmal. Schauen wir mal, wo das Briefcase ist. Vermutlich hier unten. Jawohl, nehme es mit. Zack, springe hier ein bisschen rum. Ja, und dann, bam, haue ich ihm eine drauf. Ist fantastisch. Man kann es, ich habe es sogar tatsächlich jetzt noch geschafft. Hätte ich nicht. Das war eine Lüge. Ja, so geht es die ganze Zeit. Es gibt wahnsinnig viele Level. Also es gibt hier, wenn wir nochmal hier mal rausgehen, sehen wir in der ersten Welt sind es 20 Level. Es sind in der zweiten Welt, ich glaube, 25 sind ein bisschen mehr. Und es geht im Endeffekt immer darum, die Level werden ein bisschen tougher, es gibt mehr Gegner, es gibt dann auch, vielleicht im dritten Level kommt, glaube ich, ein Gegner. Schauen wir mal, ob dann ein Gegner kommt. Naja, sehe ich noch keinen. Oh, da schaut sie an. Bam, knallt er mich ab. Oh Gott. Ja, so kann es gehen. Aber die Level sind relativ kurz. Die Level sind relativ kurz, es ist so ein Spiel für zwischendurch, keine Ahnung. Ich möchte mich kurzzeitig mit einem Spiel begnügen. Warte auf meine Trambahn zum Beispiel. Genau, und kann die Level nach und nach durchspielen. Es gibt so ein paar Boni. Man kriegt, wenn man ein Level durchgespielt hat, kriegt man ein neues Kostüm. Das kann man natürlich dann auch, wenn man in einer anderen Welt spielt, nochmal verwenden. Und ansonsten in diesem Teil neu, es gibt Endboss-Gegner. Hui. Richtig cool. Absolut zu empfehlen. Du müsstest das iPhone ausblenden, weil sonst kann ich nicht rausgehen. Alles klar.
Das war also League of Evil 2, wie gesagt, 2,39 € im App Store zu erhalten. Und das ein richtiger Jump'n'Run-Titel. Ja, also ich habe bisher nur das 1er gespielt, das war schon sehr, sehr spaßig. Außerdem sehr, sehr spaßig ist Jetpack Joyride. Das ist ein Freemium, sag ich mal, Titel. Ist also erstmal kostenlos. Man kann sich dann Zusatzpakete hinzukaufen. Das schauen wir uns mal genau an. Also ich bin in einem endlosen Labor, habe ein Jetpack, also muss da durch und verschiedenen Hindernissen ausweichen. Kann mit dem Jetpack, ich laufe halt immer, ich kann nicht bremsen. Wer zum Beispiel Cannabalt kennt, identische oder fast identische Spieldynamik. Wie gesagt, ich habe halt ein Jetpack an, das heißt, ich könnte auch dauerhaft an der Decke fliegen, aber das ist nicht unbedingt sinnvoll. Die Jungs machen natürlich Geld damit, indem man sich, ja, nur noch 20% Batterie, das nehmen wir hin, indem man sich zum Beispiel Zusatz-Jetpacks oder irgendwelche Power-Ups kauft. Und wenn ich jetzt mal drauf drücke, dann geht es auch sofort los. Ich knall hier durch die Wand, fange jetzt an zu laufen und kann jetzt, wenn ich drauf tippe, kann ich immer wieder fliegen. Also wenn ich jetzt drauf bleiben würde, dann würde er dauerhaft fliegen. Und ich muss halt schauen, dass ich hier diesen Elementen ausweiche und da nicht reinfliege, weil sobald ich da reinfliege, bin ich im Eimer. Wie wir das bei dem anderen Typen da gerade gesehen haben. Genau. Und hier sehen wir zum Beispiel schon einen Zusatzcoin, den ich verpasst habe. Das ist jetzt schon ein bisschen bitter. Ganz am Schluss, wenn man mal stirbt, dann kommt man zu so einer Slotmaschine, wo man nochmal um sein Glück spielen kann. Mhm. Da kann man dann vielleicht nochmal ein extra Leben rausholen oder man kann eine Bombe sich dazu gewinnen, die einen nochmal ein paar hundert Meter weiter schiebt. Und jetzt kommt das Erste. Es gibt so Spezialfahrzeuge, die spezielle Dinge können. Hier der Teleporter zum Beispiel, der teleportiert mich immer dahin, wo gerade dieses Ding hin zeigt. Da hat er mich natürlich jetzt genau irgendwo rein teleportiert. Jetzt hier sehen wir zum Beispiel von rechts eine Rakete kommen, der müssen wir ausweichen. Während ich im Teleporter war, habe ich einen Spin-Token eingesammelt. Jetzt kommen Laser, also es wird immer mehr. Jetzt kommen hier zum Beispiel gleich zwei Raketen. Da muss ich halt aufpassen, dass ich den Raketen ausweiche. Wow! Und fantastisch. Jetzt kommen gleich mehrere Raketen und diese Buzzer auf mich zu. Und man sieht immer mal wieder von anderen Mitspielern aus meinem Game Center, wie weit die gekommen sind oder eben nicht. Es gibt 6, 7 verschiedene Power-Ups und jetzt bin ich tot. Oh nein. Jetzt sehen wir aber gleich nochmal die Slotmaschine, weil ich habe ja schon was eingesammelt gehabt. Ich kann jetzt hier noch einmal spielen und wenn ich Glück habe, habe ich natürlich jetzt Pech gehabt, dann habe ich noch irgendwas gewonnen. Und macht wahnsinnig viel Spaß und ja. Magst du noch schnell die Zusatzboni-Sachen zeigen? Kann ich euch zeigen und zwar gehen wir mal hier rein. Ich kann jetzt zusätzlich Upgrades zum Beispiel kaufen. Das hier sind zum Beispiel Sachen, dass ich, angenommen, ich mag zum Beispiel den Teleporter besonders gern, dann kann ich jetzt 5000 Coins ausgeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Teleporter bekomme, größer, spannender. Hier sind zum Beispiel solche Sachen, ich kann mir einen Head Start kaufen, mache ich gerade mal kurz, ich habe ja 10.000 Coins. Die 10.000 Coins bekomme ich durch das Spiel und jetzt kann ich nochmal spielen und dann macht er gleich den Head Start. Das heißt, 750 Meter fliegt er gleich mal durch alles durch, was da ist. Und ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal 750 Meter weiter, als ich das vorher war, ohne dass irgendwas passieren konnte. Wir hier sehen noch, das ist sowieso mein Liebling, der Little Stomper. Der wird immer schneller und schneller, kann relativ weit springen und hat auch so ein bisschen so Jetpack mit eingebaut. Aber das geht nicht besonders lange. Die Typen wegbombst. Ja, man hat auch immer zwischendrin Missionen. Beispielsweise muss ich irgendwann mal 20 solchen Zappern ganz knapp ausweichen. Ich muss irgendwann mal 100 von diesen Scientists umlegen. Man kann sich verschiedene Jetpacks kaufen. Es gibt Jetpacks, die zum Beispiel ein Maschinengewehr-Jetpack sind, der keine Blasen unten rausschießt, sondern Maschinengewehrkugeln. Großartig. Also macht wahnsinnig viel Spaß. Ich gehe jetzt nochmal kurz drauf, weil dann habe ich, wenn es gut läuft, gleich nochmal 2 Spin-Token. Und dann können wir nochmal schnell unser Glück versuchen. Juhu. So, ich bin gestorben. So. Ja, da wäre noch einer gewesen. Ja, das hätte ich natürlich vorher wissen müssen. Nichts geschafft und noch einen. Ah, und noch mal nichts. Schade. Naja, so ist es auf jeden Fall. Macht wahnsinnig viel Spaß. Wenn man das halbwegs drauf hat, dann kommt man da relativ weit.
Kann also auch mal ein bisschen länger dauern und es macht wahnsinnig süchtig. Wie gesagt, Jetpack Joyride ist kostenlos und man kann sich entweder Coins dazu kaufen oder eben, es gibt zum Beispiel so eine Maschine, die Coins, die man gewinnt, hier immer verdoppelt. Ja, kann ich empfehlen. Sehr schön. Großartig. Ja, das nächste Spiel, was wir uns anschauen, ist ein klassischer Titel. Es heißt Pizza Boy. Ähnelt ziemlich so ein bisschen Super Mario. Ziemlich ähnlich. Ja, man kann die Parallelen tatsächlich sehen. Dort sind die Pilze halt nicht in der Welt, sondern auf der Pizza. Exakt. Es ist ein absolut cooles Spiel. Mir gefällt es super gut. Es gibt schon ein bisschen länger. Ich frage mich immer noch, warum das nicht jeder kauft. Es ist von Acne Play. Die haben auch schon ein paar Spiele im Store. Wobei ich nach wie vor sagen muss, Pizza Boy ist einfach fantastisch. Es geht darum, natürlich das Level zu schaffen. Man kann währenddessen so Buchstaben sammeln, die am Ende Pizza ergeben sollen. Und man sieht ja hier dieses nette Mädchen. Die verliert natürlich jedes Level aufs Neue wieder ihre Katze. Und um ihr ein bisschen Freude zu bereiten, finden wir ihre Katze natürlich. Und wie ihr wahrscheinlich hört, ja, die Musik ist ganz großartig. Vielleicht hört ihr es auch nicht, weil es sehr leise ist. Aber großartiger 8-Bit-Soundtrack, so wie sich das für so auch von der Grafik ist es genauso, wie es sein muss. Es sieht alles unsauber aus. Es hat halt auch wenig Bits. Es geht darum, hier, seht ihr mal, ich haue die Typen weg. Dann kann ich hier hochspringen. Ich habe so Milchflaschen dabei. Die kann ich werfen auf Monster. Ich kann auf Und Monster fragt sich natürlich, warum der Pizzalieferant Milchflaschen dabei hat. Ja, das ist eigentlich Soda. Das Wasser. Ich sage nur mal Milchflaschen, weil sie so farblich so ausschauen. Ja, und dann laufe ich hier rum. Wenn ich ein Pizzastück nehme, wenn ich gehe im Monster laufe, verliere ich ein Stück Pizza. Wenn ich wieder ein Pizzastück finde, dann füllt es mein Leben auf. Hier ist zum Beispiel so ein P. Das nehme ich gleich mal mit. Da kommt wieder so ein Clown. Zack, springe ich drauf. Und das mache ich hier. Spiele ich das Level einfach immer weiter, bis ich irgendwann mal fertig bin. So, man sammelt natürlich währenddessen hier Erdbeeren ein, weil Erdbeeren passen natürlich am besten auf Pizzen. Und wenn man 100 Erdbeeren hat, dann, was bekommt man dann? Was wird man dann wohl bekommen? Natürlich bekommt man dann ein Extra-Leben. Awesome. 100 ist so die magische Zahl. Haben wir gehört. Irgendwie. Ja, da kommen dann immer, es gibt halt verschiedene Gegner. Jetzt kommt so ein komischer Clown, bam. Dann treffe ich natürlich wieder nicht. Ja gut. Das Z will ich natürlich schon haben. Wenn ich jetzt schon mal hier für euch das Level spiele, möchte ich natürlich perfekt machen. Hier, zack. Nicht so wie der Basti, der immer nur so voll abkackt. Entschuldige. So, dann nehme ich das Zeug mit. Hier oben kriege ich noch ein Pizzastück. Zack. Das fährt hoch. Bam. Hau ich ihn um. Da ist das Z, jawohl. Das Z brauche ich. Bisschen gefährlich finde ich immer das Runterspringen, weil ich weiß nicht, wo es hingeht. Ja, dann seht ihr. Das ist das, was ich meine. Also diese Hügel, die kommen mir schon sehr bekannt vor. Ja, fehlen nur die Augen und das Lachen. Ja. Das ist der fieste, dieser Teufel. Der fliegt so ganz nach unten, so relativ schnell. Echt ärgerlich. Und diese Flaschen, die fliegen auch so ein bisschen unvorhersehbar. Also nicht so, wie man das erwarten würde als Mario-Fan. Schaut euch mal das an. Den hasse ich am allermeisten, diesen rotköpfigen Vogel. Jetzt habe ich so ein... Da ist die Katze. Ich habe den Schlüssel geholt. Ich weiß zwar nicht, wofür es den Schlüssel gibt. Da ist das Z. Das A will ich natürlich jetzt auch haben, verdammt. Moment, müssen wir das hier erst aufmachen. Zack. Ich bin raus. Ja, Pizza. Puh. Nein, der Hund. Ja, ja, jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt wird's tough. Da ist sie, schau. Und da steht das Mädchen. Jetzt gebe ich ihr die Katze. Zack, und wie sie sich freut. Und der Typ mit der Pizza haut natürlich ab. Das ist der Sinn. Ich muss ihn irgendwann finden. Es wird zum Ende. Es gibt dann eine Eiswelt und es gibt eine Herbstwelt. Und man kämpft sich da so langsam durch. Hat er auch irgendwann ein Tanuki und ein Bienenkostüm an? Leider nein. Schade. Aus Grund natürlich nur, weil es gefährlich wäre, solche Klamotten zu tragen, weil man könnte ja Rückschlüsse ziehen, dass vom Aussterben bedrohte Tiere nur deswegen getötet werden, damit sie in solchen Spielen zur Belustigung aller dienen. Das stimmt natürlich. Ja. Also Basti, ich habe dir hier mal noch einen Schlüssel freigespielt und jetzt kann ich hier oben das hier aufsperren und zack, oh snap, bam, kann ich hier ein Zusatzlevel spielen. Das ich habe sozusagen sehr großartig. Ein Zusatzlevel für uns rausgespielt. Also eigentlich für dich. Ja, auch dieses Level erinnert mich so ein bisschen. Nur so ein kleines bisschen. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlecht ich in diesem Spiel bin. Also nicht so wie ich. Ich bin auch schon nicht durchs erste Level gekommen, muss ich gestehen.
Dann schaut euch mal das an. Und wir sind tot. Wie schade. Oh. Ah, nein, ich bin noch nicht ganz tot. Schade. Das Todbild ist auch schön. Naja, ich bin mal rausgegangen. Zu früh natürlich. Ja, macht ja nichts. Nicht weiter schlimm. Wenn ihr diese Spiele toll findet und ihr schon im App Store seid, dann geht doch gleich auch noch in den iTunes Store generell. Hinterlasst uns da eine Bewertung. Das hilft uns ein bisschen, in Rankings nach oben zu kommen oder oben zu bleiben. Einfach Sternchen hinterlassen, reinschreiben, dass ihr das toll findet, wenn ihr es denn toll findet. Und da würden wir uns sehr drüber freuen. Und eine Sache, über die ich mich jedes Mal wieder freue. Jetzt kommt das, wo Basti wirklich viel besser ist wie ich. Da bin ich unglaublich schlecht und ich hasse es so krass. Und zwar ist das Mini-Mode Racing. Ich bin so ein Rennspiel-Fan. Da habe ich sehr viel Spaß damit. Ich kann mich noch daran erinnern, da habe ich den PlayStation 3 neu gehabt und da war ein Rennspiel mit dabei. Ich weiß gar nicht, wo man diese Wüstenbuggies fährt. Und man fährt eigentlich nur die ganze Zeit und kann runterfallen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ich habe ihn gar nicht weggebracht. Er stand 2 Stunden saß er da vor meinem Fernseher und hat unglaublich Spaß gehabt. Großartig. Katastrophe. Ja, und so, also wie gesagt, Mini Motor Racing. The Binary Mill hat das wohl gemacht. Schön. Jetzt warten wir, bis es. Den Sound, den ihr jetzt hört, kennt ihr sicher aus dem Apple Loops Pack. Das haben sie sich gedacht, das sparen wir uns. Und wir fahren jetzt eine Runde. Ich mache mir jetzt keine Karriere. Also man kann hier eine Karriere durchfahren und sich nach oben arbeiten. Also man, es ist schon cool. Wir haben ja so ein 3D-Menü. Man hat hier relativ lustige Autos. Also es gibt verschiedene Fahrzeuge hier. Sehen wir aber gleich auch nochmal vorne im Quick Race. So, da können wir jetzt auch verschiedene Autos auswählen, je nachdem, was wir wollen. Ja, das habe ich noch nicht freigespielt. Was wollen Sie denn, Herr T.? Ah, den geht's. Das will ich. Den will ich. Den? Nee, den davor. Nein, den anderen. Nach rechts. Den, ja, den will ich gut. Den können wir jetzt noch umlackieren, wenn wir das wollen. Das lassen wir jetzt schön sein. So, wir können uns verschiedene Strecken aussuchen, die es so gibt. Wir nehmen einfach mal die, die es hier schon gibt. Start und dann legen wir los. Die Steuerung ist standardmäßig ein bisschen anders, als man das kennt. Man hat hier so ein Lenkrad, das eher in die Richtung zeigt, in die man anfangs fährt. Und dann kann man dieses Lenkrad drehen. Gas geben tut das Ding von selbst und man hat einen Nitro-Knopf, wo man nochmal Gas geben kann. Zwischendrin liegen dann verschiedene Power-Ups. Wow, das war nicht so gut. Liegen dann so verschiedene Power-Ups auf der Straße rum. Hier zum Beispiel, das war nochmal so ein Nitro-Power-Up. Es gibt dann auch nochmal so Raketen, die einen sofort beschleunigen, wenn man durchfährt. Großer Pluspunkt, wenn man mit der Steuerung nicht zurechtkommt, sondern lieber so ein D-Pad hat wie, oh, na ja, sehr gut, wie man das gerne hätte bei einem, zum Beispiel bei einem Jump'n'Run-Spiel, dann kann man sich das umschalten. Ich finde allerdings, man kommt relativ schnell in diese Steuerung, also ja, mit rumbekleckern tue ich mich ja gerade auch nicht. Zum Glück meine Gegner auch nicht so wahnsinnig. Also falls ihr euch wundert, dass es ab und an mal ruckelt, das liegt nicht daran, dass es am Device ruckelt, sondern es ist einfach, weil wir die Daten streamen. Und ab und an kommt da nicht so viel bei dem Apple TV an, wie wir das hoffen. Genau, also ich habe gewonnen. Erste Position. Also die Grafik ist wahnsinnig liebevoll, der Sound ist gut, es macht Spaß, also es wird dann auch deutlich schwerer. Das war jetzt schon relativ einfache Schwierigkeitsstufe. Man muss halt irgendwann lernen, wann man sinnvoll Power-Ups vergibt, also aktiviert, genau, dass man irgendwie um die Ecke kommt und so weiter und so fort. Wie gesagt, Mini Motor Racing 1,59 € im App Store. Sehr zu empfehlen. Für jeden, der zum Beispiel Micro Machines gern gespielt hat. Oh ja, richtig. Da erinnert einen das so ein bisschen dran. Ja. Man kann nur nicht aus der Bahn rausfahren, so wie das bei Micro Machines ging. Sehr cool. Gefällt mir auch fantastisch. Ja, was mir noch einfällt, wenn ihr natürlich einen Apple TV zu Hause haben solltet und den euch an den Fernseher knallt und ein iPhone 4S oder ein iPad 2, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass ihr genau das macht, was wir hier auch machen. Und zwar, ihr könnt mit dem Mirroring könnt ihr ganz einfach euer Bild aus dem iPhone oder aus dem iPad an den Fernseher oder ans Apple TV weitergeben, genauso wie die Musik. Das heißt, ihr seht das Ganze dann auch am Fernseher. Wir haben es mal probiert. Es ist ganz lustig. Es ist leider nur so, dass es momentan immer noch ein bisschen laggt. Also es ist, wie ihr es auch gesehen habt, es ist nicht 100% live. Also man kann Jump'n'Run-Spiel macht nicht so richtig Spaß. Weil ja. Ist,
Bei Rennspielen vielleicht denkbar oder bei Strategiespielen, ich meine, wenn ich jetzt hier Risiko, kann ich natürlich auch am 47 Zoll Fernseher zu Hause spielen. Also Spiele wie Real Racing zum Beispiel funktionieren erstaunlich gut auf dem, über den Apple TV per Mirroring. Manche Spiele funktionieren damit gut, manche nicht. Also bei allen Spielen, wo es auf ganz Millisekunden genaues Timing ankommt, weil man sonst in ein Loch reinfällt. Pizza Boy zum Beispiel ist unspielbar auf per Mirroring. Aber macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und wenn ihr den Apple TV eh schon am Fernseher hängen habt, dann habt ihr da auch eine YouTube-App drin. Da könnt ihr mal reingehen, da findet ihr uns, unseren Kanal. Könnt ihr uns direkt bei YouTube abonnieren. Müsst ihr natürlich nicht, könnt ihr nicht nur am Apple TV machen, sondern natürlich auch am Rechner in YouTube abonnieren. Kriegt ihr immer die neuesten Episoden auch dort mit, wenn ihr nicht den Podcast abonnieren wollt. Also einfach mal bei YouTube abonnieren. Ihr seht ja auch, dass auf unserer Webseite jetzt die ganzen Embeds von YouTube kommen. Ja, je nachdem, was euch besser gefällt. Wir haben Feeds, wir haben YouTube, wir haben alles. Was schon, gell? Super. Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Das war's. Ich meine, es ist auch mal nett, so ein bisschen hier vor der Kamera zocken und den Menschen zeigen, wie gut man in so Spielen ist. Oder halt nicht. Oder halt nicht. Ja, wenn ihr natürlich uns unterstützen wollt, nehmt ihr am besten wenn ihr uns unterstützen wollt und euch die Spiele gefallen und ihr würdet sie vielleicht tatsächlich kaufen, dann nehmt doch bitte die Links auf unserer Webseite. Die haben den großen Vorteil, dass wir halt ein paar Cent vom Kuchen abbekommen. Olé, und ihr zahlt keinen Cent mehr. Das ist noch viel schönere an der Sache. Ja, haben Sie noch Themen? Für heute nicht. Ich glaube, das haben wir eh genug gemacht. Ich meine, ihr könnt uns ja mal sagen, wenn das euch gefallen hat. So Spielesachen können wir immer mal schnell machen. Und wenn ihr irgendwie Favorite-Spiele habt, lasst sie in den Kommentaren zur Sendung Season 228 fallen. Dann können da andere reinschauen, wir können reinschauen. Vielleicht seht ihr sowas mal in der nächsten Sendung. Genau, jetzt ist es spät und ich habe auch keine Lust mehr. Aber was wichtig ist, wir müssen noch unseren Slogan abspielen. Und zwar, ihr wisst ja, wie das jetzt gerade war. Das war Digital Upgrade und ihr wurdet abgegradet. Awesome. Yeah. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Es war mir ein Fest. One Smart Cookie. Ja. Was man jetzt nochmal hier nebenbei sagen kann. Wer denkt, Mensch, der Team hat immer so lustige T-Shirts an. Wo kriegt er die nur her? Die werden nur für mich geschneidert. Natürlich. Nein, stimmt natürlich nicht. Ich mache das so wie alle anderen Menschen, die lustige T-Shirts haben. Ich kaufe sie im Internet, weil auf der Straße gibt es keine lustigen T-Shirts und auch an der Tankstelle nicht. Das ist Darum schade. Empfehle ich euch allen teammagnet.com. Zeigt alle coolen Seiten, wie man so, alle coolen, wie nennt man das schön? Komm, zeig's uns mal her. Alle coolen Shirt-Seiten im Überblick und man sieht, was gerade Neues, Cooles gibt. Da gibt's ja tatsächlich mehrere Seiten, die solche Sachen anzeigen. Ich sollte vielleicht Mirroring wieder einschalten, das wäre von Vorteil. Apple TV Mirroring und eingeschalten. Jetzt bist du aber nervös. Ja, ich bin sehr nervös. Das passiert manchmal. Das ist kaputt gemacht. Ich versuch's nochmal. So, Apple TV. On. Mirroring. Ja, ist ein Feature gewesen. Sweet. Ja, wie ihr sehen könnt, die heutigen T-Shirts sind meistens so Daily-Shirt-Seiten. Großartig. Ja, genau. Kann man auch im iDevice anschauen. Kann man sehr gut im iDevice anschauen, richtig, ja. Ja, so viel dazu. Ja, das war's auch schon. Mehr habe ich nicht zu sagen. Das ist traurig. Schade. Gut, na denn, mit dem Bild der Floppy Disk verabschieden wir uns mit einer Träne im Knopfloch. Ich zeige es euch hier nochmal groß. Wenn ihr das seht, gibt es das T-Shirt eh schon lange nicht mehr. Ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wiederschauen. Auf Wiedersehen.